Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir sind hier wieder in der Basis zurück, endlich. Wir haben das Portal in der letzten Folge gebaut. Und der Leck am Anfang wird irgendwie gefühlt immer größer. Ich weiß auch nicht genau, warum. Vielleicht ist es auch wirklich nur ein Gefühl. Wir hauen hier den Schmelzofen erstmal wieder voll mit Kohle. Was haben wir denn hier noch liegen? Noch 4 Eisen. Das ist eine schöne Geschichte. Die packen wir natürlich gleich mit hier rein. Wie viele haben wir dann zusammen? 7 Stück haben wir. Dann haben wir noch einmal Leder, was weg kann. Und dann sieht das doch schon gut aus. So. Wir reparieren einmal kurz alles, was wir besitzen. Das wird allerhöchste Eisenbahn. Wir können auch mal wieder Honig mitnehmen. Ich will gar nicht wissen, wie viel Honig wir schon verschenkt haben, auch in der alten Basis. Einfach nur dadurch, dass wir es nie abholen. Aber naja, wir brauchen es halt auch nicht so dringend, ne? Wir gucken jetzt mal. Ich weiß noch gar nicht so genau, was wir die Folge alles Schönes machen werden, wie immer. Ganz spontan. Eigentlich wollte ich mich ganz gern mal Richtung Knochenwand bewegen. Ich hole jetzt hier erstmal das Holz mit rein. Für den Knochenwand brauchten wir den Hirschzertrümmerer. Und was der alles gekostet hat, weiß ich nicht mehr, deswegen gucken wir jetzt einfach mal. Wo ist der Hirschzertrümmerer? Irgendwo hier unten war er. Ich hatte ja erst überlegt, ob wir das eiserne Ding nehmen, aber es soll wohl mit dem Hirschding auch ganz gut gehen. Sicherlich wäre das Eisending nochmal eine Nummer besser. Wo ist er denn? Ach, ich bin an der Schmiede, ich Vollidiot. Entschuldigung. Hier drüben muss er sein. Ja, sicherlich wäre der besser, aber wir brauchen halt noch so viel Metall. Beziehungsweise Eisen. 20 Kernholz, 5 Trophäen und 2 Leder. Das kriegen wir doch hin. So, 2 Leder. Kernholz, Kernholz, Kernholz. Ne, Edelholz. Kernholz, hier. 20 hatte ich gesagt, ne? Und 5 Hirschtrophäen. Wir haben nur 2 Hirschtrophäen. Wir müssen nochmal in die andere Basis. Wenn wir keine 5 Hirschtrophäen haben, dann deinstalliere ich das Spiel sofort. Nee, natürlich nicht, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ach, Schweinis. Was liegt denn hier bei euch auf dem Boden rum? Gelbe Pilze, habt ihr wohl keinen Bock drauf? Wie, man muss erst hinkommen, dann kriegen die Hunger, oder was? Ah, ich habe euch wieder nichts mitgebracht. Es tut mir leid. Wir müssen denen unbedingt mal wieder was geben. Wir gucken gleich mal, ob wir hier noch was drin haben. 12 Pilze für 13 oder 14 Schweine, das ist okay. Sag ich doch, dass wir genug haben. So, und 5 Trophäen. Dann hauen wir dem bloß ganz schnell ein paar Pilze rein. Und wir könnten mal noch gucken wegen den Tränken. Ja, hat funktioniert. Wir haben hier die Gesundheitsregeneration. Wir haben definitiv auch Gift. Jetzt ist die Frage, haben wir Ausdauer schon gebraut? Ich glaube nicht, wir haben kein Holz. Mist. Wir gucken noch mal drüben in die Truhe. Eigentlich wollte ich ja auch noch mal... Was hatten wir jetzt? Wir hatten Würstchen. Nee, Würstchen müssen wir noch machen. Wir haben bloß noch Karottensuppe. Und wenn, dann möchte ich schon komplett voll ausgerüstet angreifen. So, ich wollte mal gucken. Wir hatten doch hier unten, wir hatten doch Met irgendwo schon, oder? Tränke, genau. Wir haben was? Doch, wir haben Ausdauer und wir haben Gift. Das brauchen wir definitiv alles. Geringe Ausdauer. Was ist... Ach, das ist bloß die Mischung. Das ist noch nicht fertig gebrutzelt. Können wir auch mal mitnehmen. Was haben wir denn für die Würstchen gebraucht? Ich glaube Innereien. Und normales Fleisch, ne? Machen wir nochmal fix rüber. Dann gucken wir, weil mit Würstchen und Karottensuppe würde ich schon ganz gerne vorgehen, dass wir echt gut ausgerüstet sind. Dann die Mets noch. Ich hoffe, wir können die stapeln. Ich habe es immer noch nicht gelesen. Also ich habe es noch nicht gegoogelt. Ich habe es immer noch nicht gelesen. Klingt so, als hätte ich keine Schuld. Ach, ich habe da gerade eben gesagt, ich brauche Holz. Verdammt. Haben wir hier noch irgendwo Holz? Wir haben doch hier irgendwo Verschiedenes. Sonstiges. Natürlich nur Edelholz. Schade, dass man das nicht verbrennen kann, dass das dann einfach länger hält oder so. Da muss die Fackel dran glauben. So, und jetzt gucken wir mal hier rein. Und zwar Würste. Disteln brauchen wir noch. So, das haben wir mit bei Samen reingeworfen, genau.
Einmal hier hin und 4 Würste. Können wir eigentlich gleich öfter mal machen. Wie hoch können wir die stacken? Auf 20. So, dann haben wir jetzt 16. Eins geht noch. Müssen wir mal gucken. Wir haben hier 40, 30, 1200, 35, 20.000. Also fallen die nächsten Schwänze raus. Hier ist ein Süppchen, Würstchen und hier das gute Fleisch. Dann wollte ich hier einfach mal noch die Metmischung mit reinhauen. Naja, ein Ausdauermet haben wir jetzt nicht, aber... Oder doch, hatten wir, ne? Doch, geringer Ausdauermet. Entschuldigung, ich bin ein bisschen verwirrt. So viele Gegenstände auf einmal, um die ich mich kümmern muss. So, zurück. Das kann dort in Ruhe fermentieren. Da müssen wir nicht daneben stehen bleiben. Und dann gucken wir mal. Ich meine, wir schaffen das in der Folge sowieso nicht mehr. Weil der Weg bis zum Uralten ist sowieso schon ewig lang. Aber wir basteln uns jetzt erstmal den Hirschbrecher. Ach, Hirschbrecher, Entschuldigung. Sagt die ganze Zeit Hirschzertrümmerer. Vielleicht können wir den ja auch direkt aufleveln. Knochen, Leder, 5 Kernholz und Hirschtrophäe. 5 Kernholz haben wir bestimmt noch. Hirschtrophäe, Leder, Knochen. Okay. Hier Kernholz, alles rein. Knochenfragmente, alles rein. Leder, alles rein. Und irgendwas war es noch. Trophäe war es noch. Bin mir gerade nicht sicher, wie viel Leder. Hier haben wir jetzt 2 haben wir noch. Waren das nur 2? Ich hoffe. Ja, da waren genau 2. Perfekt. Dann hauen wir das Ding gleich drauf. Dann haben wir nämlich auf jeden Fall ein bisschen höher den ganzen Wert. Und dann machen wir jetzt schnell unser Inventar leer und dann geht's aufs Boot. Wir müssen weiterkommen. Ach, verdammt. Kommando zurück. Ich weiß nicht, womit wir den beschwören. Und bevor wir jetzt dorthin reisen und uns dann genauso wie beim Uralten das Ganze fehlt, um den zu beschwören. Nee, dann müssen wir das diese Folge doch noch nicht machen. Dann wird das wohl leider erst nächste Folge. Entschuldigung. Aber ich will jetzt hier auch nicht unterbrechen. Und in dem Moment drücke ich auf Escape. Schön. Ich will jetzt hier in dem Moment auch nicht unterbrechen. Und jetzt erstmal nachgoogeln. Dann verschieben wir das eine Folge. Und gucken mal, was wir die Folge noch machen. So, ich hau jetzt erstmal hier wieder ein bisschen was raus. Das ist der Hirschbrecher. Den können wir dann nachher gleich mal ausprobieren. Wir können das Fleisch noch loswerden. Weg damit und weg damit. Ja, und dann sieht es auch eigentlich schon ganz gut aus. Ich würde sagen, wir probieren den Hirschbrecher einfach mal aus. Müssen mal wieder was futtern. Wir hauen uns gleich mal die volle Ladung rein. Ach, dieser Ausdauerbalken. Guckt euch das doch mal an. Es ist doch einfach geil. So, und bei unserem Glück... Nee, doch, da vorne ist ein Gräuling. Ich wollte gerade sagen, bei unserem Glück treffen wir jetzt die ganze Folge lang keinen einzigen Gegner mehr. Oh Gott, ist das langsam. So, ich wollte nochmal gucken, wie viel Ausdauer das jetzt gefressen hat. Ein so ein Ding. Na gut, also können wir 7 Mal oder so zuschlagen, ne? 8 Mal sogar. 3, 6, 7, 8. Ja, 8 Mal. Ist halt auch echt langsam mit dem Teil. Da merkt man es erstmal richtig. Beim Schwert geht's noch. Na gut, wir haben es mal ausprobiert. Können wir hier auch eigentlich länger gedrückt halten? Bam! Oh, dann gibt es so richtig Flächenschaden. Geil! Warum habe ich das jetzt erst entdeckt? Das ist doch ideal, wenn wir wieder 4, 5 Gräulinge um uns rum haben oder Grauzwerge. Man hätte es sich vielleicht mal eher bauen sollen. Naja gut, ich will jetzt hier die Folge nicht extremst weit weg. Weil jetzt nochmal in den Sumpf gehen wäre Quatsch. Dann gucken wir lieber noch mal ein bisschen bei unserer Basis rum, ob wir da noch irgendwas verschönern können. Und ich wette, da gibt's was. Nämlich zum Beispiel das Dach da oben. Oder andere schöne Sachen. Karottensämchen könnten wir auch mal wieder rausholen. Das können wir hier erstmal soweit alles lassen. Okay. Können wir natürlich wieder kaum was einstecken. Ich brauche mal noch eine Truhe. Wir haben doch bestimmt noch eine leere. Wenn wir all das reinhauen, was wir dann einfach so immer mitnehmen. So viel zu dem Thema, hat ja richtig viel reingepasst. Dann brauchen wir noch normales Holz und einen Bauhammer haben wir auch einstecken. Dann sieht das ja erstmal gut aus.
Diese Öffnung hier gefällt mir einfach überhaupt nicht. Zumindest nicht, wenn wir mit dem Boot ankommen. Deswegen habe ich überlegt, ob wir da nicht noch irgendwie... nicht runterfallen, bitte. Wir jetzt hier nochmal so ein Dings ziehen. Könnte man eigentlich machen, dass wir hier einfach noch das Dach ein Stück verlängern. Hatte halt erst überlegt, nur so einen Rahmen zu setzen. Moment, war das Falsche. Na super. Hab auch Videos gesehen, wo sich Leute tatsächlich so ein richtiges Baugerüst bauen. Finde ich ja auch ziemlich geil. Macht sicherlich auch viel mehr Spaß. Aber da bin ich dann wiederum viel zu faul für. Wenn ich was bauen will, will ich loslegen. Aber lässt sich natürlich auch machen. Ist keine schlechte Idee. So, aber jetzt bloß so ein Gerüst mit... Ich dachte gerade, das ist eingeflogen. Da ist es auch. Hey, aber hier hält's doch. Kacke, hält das hier nur wegen den Balken? Entschuldigung, ich habe das Mikrofon angedunst. Gute Frage, ne? Oder war hier nochmal, aber nee, das kann eigentlich nicht der Grund sein. Ah, jetzt hatten wir hier so eine schöne Aussicht. Hat jetzt eigentlich gar keine Lust, hier nochmal Stützbalken drauf zu bauen. Aber ich glaube, wir kommen nicht drum herum. So müsste es zumindest ein Stück besser sein, ne? Noch nicht ganz rot, richtig. So, dass wir das hier dran bauen können. Sieht aber trotzdem irgendwie kacke aus. Weil die nicht so dick sind, die Querbalken. Na gut, aber wir kommen nicht drum herum. Da müssen wir auch auf der anderen Seite den Stützbalken machen. Sonst sieht es ja erst richtig doof aus. Wo habe ich denn das Kurze? Das Kurze habe ich oben hingebaut. Hätte ich das hier oben drauf gesetzt? Jupp. Und so. Dann kommen hier ja generell nochmal Querbalken rein. Aber nicht an jeder Stelle, ne? Snappen die hier irgendwo ein? Oh ne, wir haben keine Querbalken drin. Ich hatte halt erst überlegt, ob man es dann einfach so macht, dass man das offen lässt. Aber irgendwie sieht es dann auch aus wie gewollt und nicht gekonnt, oder? Eigentlich sieht es gut aus. Halt die Frage, wie es dann vom Boot aussieht. Macht es eventuell Sinn, hier noch so ein bisschen was zwischenzubauen? Einfach als reines Deko-Element. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich finde es prinzipiell erstmal nicht hässlich. Aber dort snappt es dann nicht ein, ne? Das hätte ich vielleicht noch ganz hübsch gefunden, aber nicht, wenn er dann so halb rausguckt, der Balken. Wir gucken mal ganz kurz von unten. Denkt ihr, ich kann hier ins Wasser springen? Ja, hat funktioniert. Dann, wenn wir hier so vom Boot aus reinkommen. Ich finde das halt doof, dass diese Längsbalken einfach dünner sind als die Schrägbalken. Dadurch sieht das immer doof aus. Wir könnten natürlich da oben auch wieder so ein Kreuz reinmachen. Lasst mich nochmal kurz überlegen. Dann haben wir hier wieder das Problem, ist zwar eigentlich ganz hübsch. Einerseits werden die nicht gleich. Ja, eine guckt raus, der andere nicht. Das ist schade. Ich hätte es eigentlich ganz hübsch gefunden, aber die kleine Ecke oben guckt wieder raus. Das möchte ich nicht. So, hoch mit dir. Ich hatte überlegt, ob wir hier einfach wieder so ein Kreuz reinzimmern. Da brauchen wir das Kreuz, oder? Wir werden von hier nicht rankommen. Müssen uns noch mal eine kurze Stütze bauen. So. Dann bräuchten wir einmal das Holz. Danke. Wir nehmen wieder das Teil. Ach. Es ist immer ein Krampf. Aber 26 Grad passt ja eigentlich. Jetzt so. Ja, sieht besser aus. Definitiv. Ja, sieht auf jeden Fall hübscher aus.
Ist die Frage, ob wir es doch noch mit einem Dach zumachen, weil jetzt ist es komisch, weil hier drüben ist halt schon Dach, da fehlt aber auch noch der Querbalken. Man könnte echt Stunden damit verbringen, ne? Einfach nur irgendwo kleine Sachen dran setzen, gucken, ob es hübsch aussieht, wieder abbauen. Also ich könnte da Stunden mit verbringen. Deswegen haben wir einfach aktuell noch nicht so extrem hübsche Deko-Elemente drin. Also sobald ich einmal damit anfange, kann ich nicht aufhören. Und hier ewig viele Folgen zu ziehen, einfach nur damit, dass wir Sachen irgendwo an- und abbauen, möchte ich euch halt auch ungern antun. Da noch so ein Querbalken ran? Ja, ne? Sieht, glaube ich, hübscher aus. Wird gleich viel, viel breiter, das Gebäude, auch von der Seite. Prinzipiell gefällt's mir. Definitiv, ja. Wir lassen das so. Ich glaube, die Idee mit dem Schiff an die Decke hängen, habe ich doch erstmal wieder ein bisschen beiseite gepackt. Wäre zwar cooler, dann müssten wir das Haus wieder komplett umbauen, dann müsste die Etage komplett raus, der Kamin müsste raus. Und da steckt einfach schon zu viel Arbeit drin, finde ich. Als dass wir das einfach so aufgeben können. Oder ich das aufgeben möchte. Sieht auch ein bisschen dreidimensionaler aus, ne? Einen dorthin und hier oben in die Mitte noch einen. Ist nur die Frage, ob wir jetzt dieselbe Höhe getroffen haben. Ein Stückchen tiefer. So sieht's ganz gut aus. Komm, mach mal mit ran. Fehlende Voraussetzung. Okay, wir lassen es erstmal dabei. Aber wenn wir das noch dran machen, sieht auf jeden Fall ein bisschen dreidimensionaler aus. Wir können auch generell mal etwas durchschauen. Wir können mittlerweile Steinboden. Das heißt, wir brauchen Stein. Wir haben den Steinmetz schon so lange und ich habe es noch nie eingesetzt, dass ich mich eigentlich schon dafür schäme. Wenn, dann müsste es natürlich Boden sein, aber wir können uns halt so auch komplett gerade Flächen ziehen. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Wir können das hier leider nicht mit ansnappen. Wir müssten vorher den Boden etwas... So wird es gehen. Könnten wir uns rein theoretisch, ich überlege, ob wir einmal so einen Steinboden drumherum ziehen, würde bestimmt auch hübsch aussehen. Macht das einen Unterschied? Nicht wirklich. Man kann es halt dazwischen packen, dann geht es auch in den Boden rein, ne? Ja, das heißt, wir könnten uns hier aus den Holzbalken nochmal kurz ein Konstrukt drumherum bauen. Dann brauchen wir den Boden nicht abbauen, brauchen aber auch wiederum Holz dafür. Hier bin ich mir immer noch unsicher. Der Steinmetz gefällt mir hier noch überhaupt nicht. Das sieht vielleicht nicht verkehrt aus. Hier drüben muss noch was hin, da ist aber das dann wieder in der Nähe. Ach, ich bin mir echt unsicher, was wir da alles noch machen können. Generell müssen wir uns auch hier mal noch drum kümmern. Aber ich finde das Haus eigentlich mit dem Holz gerade echt schön, so wie es ist. Wir könnten natürlich überlegen, ob wir komplett Steinboden reinmachen. Wenn ich das wegnehme... Kriege ich reingesetzt, ne? Brauch halt 6 Stein pro Boden. Das ist schon eine Hausnummer. Dann hätten wir zumindest auch einen geraden Boden. Obwohl die Steine irgendwie gar nicht so perfekt aneinander passen, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Dass dann alles voll ist, müsste das eigentlich gut aussehen. Zack, 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 zack. Vielleicht erstmal hier nur... Na, Deko-Element wird nichts. Es sitzt ein bisschen tiefer als der Rest. Wenn dann komplett. Ich finde es eigentlich so schön mit dem Holz, aber wir haben halt auch noch nichts mit Steinboden. Komm, wir reißen das hier raus, machen hier mal Steinboden rein. Ja, einerseits geht mir das da vorne tierisch auf die Nerven. Weil wir dort halt die ganze Zeit diese Erde rausgucken haben und ich krieg sie einfach nicht so perfekt begradigt. Dass wir das Problem beseitigen können. Und wir haben noch nichts mit Steinboden. Und wenn ich mir die ganzen Pläne... Oh nein, hier guckt die Erde jetzt auch rüber. Jetzt müssen wir erstmal gucken, ob das hier funktioniert. Wenn ich den rausnehme, kann ich einfach keinen Stein draufpacken. Ah, schlecht. Na gut, dann können wir da zumindest wieder ein bisschen was wegnehmen. Weil dann ist das Fundament zumindest trotzdem blau. Weil die müssten ja auch alle blau sein, ja. Und wir haben halt mal Steinboden. Ja, weil eigentlich hatten wir ja vor, oder hatte ich vor, ein großes Häuschen noch zu bauen hier in der Basis. Das habe ich auch immer noch vor.
Allerdings, wenn ich mir... Hammer ist kaputt. Wenn ich so in meinen Kopf gucke, was wir schon wieder alles für Pläne hier haben. Zum Beispiel jetzt demnächst erstmal noch den Knochenwanz besiegen, dann noch mehr Eisen kriegen, dass wir uns ein besseres Schwert bauen können, das Ganze erkunden. Ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, dass wir in den nächsten, weiß ich nicht, 10, 20 Folgen definitiv nicht damit anfangen werden. Hä? Alter Schwede, geht das schnell. Ja, dass wir nicht in nächster Zeit anfangen werden, das Haus zu bauen. Und dann wäre es ja cool, vielleicht, wenn wir hier schon einen Steinboden haben. Jetzt ist die Frage, ist das das Einzige an Steinboden? Steinwand, Steinwand. Steinwand. Tatsächlich ja. Irgendwie sieht es alles halt ziemlich uneben aus. Weiß nicht, ob das so sein soll. Ich glaube schon. Kann jetzt eigentlich nichts damit zu tun haben, wie wir den Boden drunter bearbeitet haben. Ich glaube nicht. Wir machen es mal mit Steinboden und wenn es mir nicht gefällt, können wir es immer noch abreißen. Damit machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Ich google nochmal, was wir zur Beschwörung brauchen für Knochenwanst und dann können wir uns auch langsam dorthin starten. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis morgen. Macht's gut.